meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. So, herzlich willkommen wieder einmal zu einer Folge gute Zeilen, schlechte Zeilen. Die haben wir ja ein bisschen sträflich vernachlässigt. Das letzte gute Zeilen, schlechte Zeilen Video ist ja jetzt einen Monat her. Wir waren damals angekommen bei den Kommentaren zur Folge 109. Weiter geht's also hier mit den Kommentaren zu Folge 110. Das war die Folge, in der ich angefangen habe, die Stützpfeiler zu bauen. Damals an der Minecart-Strecke zwischen dem Berberdorf, der Minecart-Station dort, und dem Bauplatz für die Korvette. Da habe ich, wie gesagt, die ersten Stützpfeiler gebaut, einen erstmal probeweise. Und das kam auch recht gut an, wenn man sich hier die Kommentare so anguckt. Hier ein Kommentar von 123.1833. Wie immer, tolle Folge. Danke. Abgesehen davon, großen Respekt vor deiner Konzeptidee. Damit meint er eben hier die gute Zeilen, schlechte Zeilen Videos. Die machen meiner Meinung nach nicht nur im Zusammenhang mit Minecraft viel Sinn, sondern das ist vielleicht eine Idee, über die jeder YouTuber nachdenken sollte oder jeder Let's Player, weil man ja häufig eben in den eigentlichen Let's Play-Kommentaren nicht so sehr auf die Kommentare zu seinen Videos eingehen kann. Ja, hier hatten wir mal Werbung drin. Da habe ich den Kommentar einfach gelöscht. Danke, okay, sowas freut einen immer wieder. Also, das mit den Videos. Ein Kind habe ich leider nicht, was ich dir geben könnte. Da gibt es ja auch anderswo genug, ne? Also, wenn man eins will, kriegt man schon eins. Da braucht man nicht unbedingt bei mir antanzen. Dass man es geschafft hat. Ja, da habe ich auch entsprechend geantwortet. Ja, so ein Kommentar, wenn man den kriegt, dann ist schon ein Zeichen dafür, dass man es, was auch immer es sein mag, geschafft hat. Leitern beim Bauen von Pfeilern. Hier der Kommentar von Commander 783. Brauche ich inzwischen nicht. Da komme ich inzwischen ganz gut ohne Leitern. Klar. Und ja, hier ein etwas ausführlicher Kommentar wieder einmal von Zeitreisender, der ja auch schon länger dabei ist. Ja, was haben wir hier zu den Hunden? Ja, die Hunde. Muss man mal gucken, wenn man so auf eine Expedition geht, ist es ganz nett, wenn sie so dabei sind, dass man also nicht alleine durch die Gegend läuft. Aber häufig laufen sie einem eben auch in den Weg oder schubsen einen rum oder sowas. Ja. Hier ist wieder mal jemand. Erster findet das mit den Pfeilern eine gute Idee. Inzwischen habe ich die ja durchgängig eigentlich dabei. Dann spricht er hier das Berberdorf an. Für das Dorf schon mal als Anregung, falls du Wohnhäuser bauen willst mit 2 Etagen, sieht es bestimmt gut aus. Für das Berberdorf würde ich sagen, nein, da wird das nicht gut aussehen, weil dann einfach die Häuser zu groß werden, zu hoch werden. Das möchte ich also nicht. Und zweitens möchte ich ja im Berberdorf da am Hang und möglichst in den Hang entlang bauen. Deswegen werden die Häuser da also einstöckig sein. Wenn dann ein Haus da drüber kommt, dann ist das eben auch ein Stück zurückgesetzt in den Hang hinein. Dann weiter, gerade an der Stelle da zu der Minecart-Station. Und die Sache mit unten Cobblestones und oben Holz macht doch jeder. Das hat man doch schon sehr häufig gesehen, gerade mit dem Fachwerk. Da finde ich die Sachen, die ich fürs Berberdorf im Auge habe, doch interessanter. Generell ja, schon ein guter Tipp, aber es ist halt ein relativ bekannter Baustil mit Cobblestones und Holz. Für die verschiedenen Etagen auch mit richtigem Holz als Eckpfeilern und dann Wooden Planks, also die Bretter, für die eigentlichen Wände, dass das halt so aussieht wie ein Fachwerk, sieht man natürlich sehr viel. Von daher ja, wird es das so zumindest im Berberdorf dann bei mir nicht geben. Nächste Folge 111,
Katastrophen und Turmbau, was ist denn da passiert? Zeige da mir hier den Kommentar an. Zack, jawohl. Minecraft-Station, kleiner Turm. Ach, ja, genau. Das war die Folge, wo ich drauf angesprochen habe oder aufmerksam gemacht habe. Einmal auf die Sache mit den Moderatorenbewerbungen von Let's Rock Minecraft, die da ja ein Desaster erlebt haben. Ja, nicht mit den Leuten, die sie genommen haben, aber einfach mit den Bewerbungen. Sie haben extra ein Video gemacht, wo sie geschrieben haben, wie sie sich die Bewerbung vorstellen, was für Leute sie da erwarten, was halt auch von den Leuten erwartet wird. Und es kamen zwar viele Antworten, aber die meisten waren halt, ja, ich möchte gerne Mod bei euch werden oder Admin auf dem Server und schickt mir mal eine PN. Ja. Das war ein Thema, was euch auch angesprochen hat. Da habt ihr halt auch viel in den Kommentaren dazu geschrieben. Stellvertretend für viele Meinungen hier. Ich finde das mit den Bewerbungen bei Let's Rock Minecraft auch traurig. Ein Kommentar von TFVTW. Wie viele Leute noch nicht mal in der Lage sind, eine ordentliche Bewerbung zu schreiben. Selbst mit der Unterstützung. Das ist es. Drückt das eben ganz gut aus. Inzwischen, ja, sieht es da bei Let's Rock Minecraft doch so aus, als ob sie da Leute gefunden hätten, auch wenn sie da erstmal halt sehr viel sieben mussten. Beziehungsweise es halt auch mit dem sieben sehr einfach hatten, wenn da jemand noch nicht mal eine anständige Bewerbung schreiben kann, ja, klar macht, warum er sich da als Mod bewirbt und dass er weiß, was da auf ihn zukommt. Ja, wenn man da schon 90% aussortieren kann, weil die nicht mal das beherrschen in ihrer Bewerbung. Ja, hatte ich ja auch ausführlich dann im Video kommentiert dazu. Dann gibt es hier nochmal einen Kommentar zu den Doppelstockhäusern. Legendary Bimbo Affe, der das halt vorgeschlagen hatte. Zack, 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 zack. Ja, haben wir hier Bootsverkehr. Ja, im Prinzip. Kann das dann nachvollziehen, was ich dann auch in der Antwort gesagt habe, wie ich mir halt das Berberdorf vorstelle. Wie kann man Minecarts stacken? Das ist bei mir ganz einfach der Mod More Stackables. Schreibe ich in letzter Zeit immer wieder auch dann unter mein Video. Ja, und das Berberdorf liegt halt so in so einer kleinen Bucht in der Wüste. Und ich hatte halt gesagt, ja, die Leute da sind relativ arm, leben halt da vom Fischfang. Und so ganz wird das wahrscheinlich nicht so hinhauen, das so umzusetzen, weil einige Häuser ja doch ein bisschen feiner und edler aussehen. Und dann gibt es ja eben auch in der Nähe dann gleich die Minen, die zwei Höhlen, die wir da noch entdecken werden. Da werden also dann Minenarbeiter natürlich auch ansiedeln und die müssen verpflegt werden. Die bringen natürlich auch mit den Bodenschätzen, die sie fördern, dann Geld in die Siedlung. Ja, deswegen wird das Berberdorf also nicht so ganz so arm aussehen. Kein Nomadenlager in der Wüste, sondern es wird schon ein bisschen mehr werden. Ihr habt ja auch die Entwicklung in den letzten Folgen da miterlebt. Turmbau Teil 2. Da, ja, hatte ich gerade die 600 Abonnentengrenze überschritten und zeig's mir. Hier haben wir's. Geht's auch wieder weiter am Berberdorf. Das habe ich, ach so, da habe ich die Folge geteilt. Und da steht's dann auch in der Beschreibung drin mit dem Mod More Stackables. Auch wieder viele gute Kommentare. Die Diskussion um halt die Sachen mit dem Bewerbungen für die Moderatorenposten bei Let's Rock Minecraft. Dann hatte LPK, German LPK, ein sehr interessantes, sehr wichtiges Video rausgebracht, wo er mit einem anderen, auch bekannten, ja nicht Let's Player, sondern Kommentator, darüber spricht, was für Voraussetzungen man eigentlich haben sollte, um mit einem Kommentator beziehungsweise einem Let's Play
ja, erfolgreich zu sein auf YouTube, so mal die Mindestvoraussetzungen abzuklären. Ich habe einige Worte auch über dieses Video verloren, habe auch den Link halt hier in die Beschreibung gepackt zur 111. und 112. Folge. Sehr wichtiges Thema, was da angesprochen wurde, und das kam auch dann entsprechend bei euch in den Kommentaren gut an. German APK bedankt sich hier einfach mal dafür, dass ich das Video mit vorgestellt habe. Und ja, ach so, dann ging es, ja, German LPK musste auch nochmal so einen Notruf starten. Der wollte im Prinzip einen Community-Abend machen, hat in einem Video alles extra dafür erklärt, wurde trotzdem mit Fragen zugeschüttet, weil die Leute halt das Video nicht gesehen haben oder die Kommentare, Beschreibung da nicht gelesen haben, etc. pp. Ja. Täglich Brot leider immer wieder, aber egal. Dann, was haben wir hier noch? Ja, Werkzeug ernten jetzt mit 1.7. Damals hatte ich hier noch 1.6 und extra ein bisschen verzögert nur auf die 1.7 abgedatet, wegen der Scheren. Ja, ich fand es eigentlich schön, dass man einfach mit dem Spaten die Wolle ernten konnte. Jetzt, dass man da extra eine Schere mitnehmen muss, wenn man wirklich Wolle farmen will. Ach ja, ist ein bisschen umständlicher vom Gameplay her. Andererseits kann ich jetzt natürlich auch mit der Schere schön das Laub ernten von den Bäumen. Auch wenn das erst mit der 1.8 so sein wird, dass wenn man das dann wieder einsetzt, dass das dann auch stehen bleibt. Ja, also inzwischen habe ich mich an die Sache mit der Schere gewöhnt, und wenn ich halt Schafe farmen gehe, dann habe ich eine dabei. Ja, ist halt einfach ein bisschen aufwendiger von der Vorbereitung her, dass man jetzt immer eine Schere dabei haben muss, wenn man Wolle farmen will. Vorher konnte man das halt so nebenbei machen. Ja. Wie geil die Minecart-Strecke doch im Dunkeln aussieht. Ja, sieht man auch im Video durch die Beleuchtung mit den Fackeln, sind die Minecart-Strecken, die oberirdischen, natürlich besonders schön aus. Was haben wir hier von Sony 840? Der Turm bringt ihn auf neue Ideen. Das ist immer schön, wenn ich andere Leute inspiriere. Kommentar 14 möchte er widersprechen. Was hat ein Kommentar 14 da geschrieben? Hier haben wir das Kommentar. Der Turm ist ja doch noch was geworden. Er meint die Minecart-Station, denke ich mir. Er fand es also ein bisschen unpassend, dass ich hier im Kommentar zum Let's Play halt auf ja, Themen eingegangen bin, die nichts mit Minecraft zu tun haben. Wie gesagt, eben die Sache mit dem Video von German LPK mit seinem Hilferuf da. Und Sony 840 widerspricht dem eben und meint hier genau, dass ich eben solche Themen anspreche im Let's Play. Das macht eben mein Let's Play Minecraft, mein Let's Showplay zu was Besonderem. Und ja, ich meine, dieses Block auf Block setzen und das auch noch zu kommentieren, also das zu beschreiben, was man da gerade macht. Jetzt setze ich hier einen Cobblestone hin, jetzt baue ich das und das, jetzt mache ich das und das. Ist ja, machen natürlich viele andere, und eigentlich sieht man ja gerade bei Minecraft, was da im Video vor sich geht, was man da macht. Deswegen denke ich schon, dass man also gerade bei Minecraft halt auch die Möglichkeit hat, eben im Kommentar, im Audiokommentar über andere Themen zu sprechen, das mal anzusprechen und nicht immer nur das zu erzählen, was man da gerade macht. Halt, nee, Entschuldigung, der Turm, von dem hier die Rede ist, das ist der kleine Turm an der Hafeneinfahrt. Jetzt haben wir's. Ja, das war, der ist schön gelungen, finde ich jetzt auch. Mit den Zinnen, und der ist halt richtig klein und so weiter. Zinnen schreibt er hier, er ist sich dann eben nicht ganz sicher, soweit er weiß, eben gab es die Burgen mit ihren Zinnen eigentlich eher in Europa im Mittelalter. Aber Zinnen, dass man also oben auf der Mauer stehen kann und ein Stück auf der Mauer hat, hinter dem man sich verstecken kann und dann mal rechts und links so vorlugen kann, um dann, was weiß ich, Pfeile auf den Gegner zu schießen oder Steine runterzuschmeißen und so weiter, das ist sehr viel älter.
als das Mittelalter. Also Zinnen gab es sicherlich schon in mit Sicherheit in Arabien, aber sicherlich auch noch in den älteren Hochkulturen, so in Babylon und Sumer und so weiter. Die sind also keine reine europäische Erfindung des Mittelalters. Ja. So, da haben wir auch wieder mal was für die Allgemeinbildung getan. Weiter geht's mit der nächsten Folge, 113, anonymes Sheep-Spanking. Da gab es viele Kommentare. Ich hatte da immer noch nicht auf 1.7 geupdatet. Und ja, ich muss gerade mal überlegen, was ich da in dem Video gesagt habe. Ja, ich glaube, da ging es darum, dass ich halt absichtlich eben immer noch auf 1.6 geblieben bin, das Update auf 1.7 nicht gemacht habe und halt eben in dieser Folge natürlich die Gelegenheit genutzt habe und fleißig Schafe gespankt habe. Was haben wir hier? Von Likes Techno die Frage, nein, Herr der Ringe habe ich nie online gespielt. Das Einzige, was ich online gespielt habe, war eben Trackmania und das eben auch ohne TeamSpeak. Meine Stimme gibt es eben erst hier auf YouTube. Keyboard Heroes, weiß ich gar nicht. Ja, mit der Schere droppen sie eben teilweise vier. Okay, vier Blöcke, aber eben auch nicht immer. Und mit der Schaufel 1 bis 3. Passt. Du hast Wahnsinnsstimme, so gut wie bei Gronkh. Danke. Hey Dutchman, warum machst du nicht einfach eine Lehmhütte für dein Dorf? Geht also wieder um das Berberdorf. Guter Tipp, habe ich inzwischen ja auch gemacht. Na, da sind da ja teilweise Wände in den Hütten aus Lehm. Da aber, wie gesagt, beim Berberdorf die Hütten meistens in den Hang, in den Berg hineingebaut sind. Also eine reine Lehmhütte mit allen vier Wänden aus Lehm werde ich da nicht machen. Auch nichts Freistehendes, glaube ich. Das wird immer so, mindestens eine Wand ist am Hang dran oder im Berg drin. Da wird das mit dem Berberdorf so aussehen. Dann Sandstein, Dorf, arabischen Touch. Ja, es gibt ein Stück weiter neben dem Berberdorf eine etwas größere Bucht, die also noch mehr von Sand umgeben ist. Und der zweite Morgenstern schlägt mir halt vor, das Dorf dahin zu verlegen. Und bei dem Turm halt so ein kleines, eher mittelalterliches Dörfchen hinzusetzen. Ja, hatte ich überlegt, aber ich habe dann doch ein bisschen anders da gearbeitet, einfach ein bisschen mehr Sand da verteilt, damit das also mehr nach Wüste da aussieht. Wird auch mal Zeit, dass wir da wieder mal beim Berberdorf vorbeigucken und da ein bisschen was weitermachen. Na, habt da recht. Warum hast du doppelt so viele Abos wie Aufrufe? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gut, nicht alle Abonnenten sind vom ersten Tag an dabei, aber inzwischen ist es ja so, ich habe über 800 Abonnenten und die Minecraft-Videos haben im Allgemeinen so um die 300, 400 Aufrufe. Also ich habe anscheinend eine Menge Abonnenten, die mich abonniert haben, aber nicht wieder deabonniert haben, weil sie dann nicht weitergucken. Das liegt einfach, denke ich mal, zum Teil an den Leuten, die mich zwar erst abonnieren und dann, wenn ihnen meine Videos nicht mehr gefallen, mich einfach nicht mehr deabonnieren, sondern einfach nicht mehr gucken. Ja. Dann haben wir hier noch einen Tipp für die Lead-Titelwand. Ist ja an der Strandhütte, wer schon länger dabei ist, kennt's. Habe ich halt eine Wand, wo ich einmal meine Projekte dran habe und dann sammle ich aber immer auch noch Liedtitel oder Filmtitel. Ihr habt es ja bei der 100. Folge in Les Piranhas gesehen, das Kino. Da habe ich natürlich auch viele Filmtitel mit Anspielungen auf Minecraft.
Und dasselbe eben auch mit Liedern. Und er schlägt die hier vor. Er weiß nicht, von wem das Original ist, aber ich bin so froh, dass ich kein Creeper bin. Da fällt mir ein, genau richtig, ich bin so froh, dass ich kein Dicker bin, Marius Müller-Westernhagen. Andere Sache wäre, was in dieselbe Richtung geht, weil ich ein Mädchen bin, damals von Lucy Electric. Kann man machen. Deine Witze sind einfach nur geil. Danke. Immer wenn ich deine Lache höre, muss ich auch lachen. Ja, gerne, ist der Sinn der Sache. Qualität setzt sich durch. Ja, auf die lange Strecke allerdings. Genau, hier auch nochmal Stellungnahme von Sony 840 zu dem Thema, eben hier Sandstein zu machen im Berberdorf. Bietet sich natürlich für ein arabisch angehauchtes Gebiet an. Aufwendig, nervend, naja. Wo er allerdings recht hat, ist hier dieser Punkt, ein Dorf zu planen, ist auch schwer. Weil man doch dazu sehen muss, dass alles zueinander passt und alles so aus einem Guss ist. Deswegen geht es beim Berberdorf eben auch recht langsam voran mit den Bauern, weil ich halt einfach immer warte, bis ich so den Absprung gefunden habe, die Idee für ein Gebäude, dass ich genau weiß, wie das aussehen soll, wie das sein soll und dann eben auch weiß, dass das passt. Ja. Habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass sich dieses Vorgehen bewährt. Ob das früher bei den Trackmania-Videos war, da habe ich auch eben teilweise gewartet und mir Zeit gelassen, bis ich die richtige Idee hatte, wie das dann auszusehen hat und wie das umzusetzen ist. Und da hat mir dann also auch der Erfolg recht gegeben. Sand oder sich Sandstein zu beschaffen, ist natürlich kein Problem. Ressourcen in meiner Welt habe ich ja genug. So, was schauen wir hier weiter? Ja, dann hier noch die Anregung von Obi-Wan Kenobi, die Minecart-Station gewissermaßen als Fluchtburg noch auszubauen. Entschuldigung, ich muss mich mal kurz um meine Stimme kümmern. So, weiter geht's. Ja, hier hatten wir wieder mal so einen klassischen erster Kommentar. Leidiges Thema. Muss ich ehrlich gesagt sagen, mir gefällt's nicht. Ja, haben auch gleich zwei User sich dann draufgestürzt. Ganz tolle Leistung. Und wenn sie egal ist, kann sie auch sein lassen. Ja, also nur sowas wird eben notfalls einfach per Strike geregelt, dass da sowas nicht nochmal vorkommt. Wie gesagt, wer sich freut, dass er hier Erster ist und das auch dokumentieren will, soll das einfach mal bei seiner Freundin machen. Na, da auch mal laut schreien, Erster, dann wird die euch das schon austreiben. Falls ihr eine Freundin habt, sagen wir es mal so rum. Gut, weiter geht's mit Rengel, Dengel, Dengel. Folge 114. Ich hol mir dann nochmal eben etwas Sand. Worum ging's in der Folge? Ja, das, also typisch bin ich einfach mal losgezogen, ein bisschen Sand abzubauen, Erde für Bäume zu platzieren und plumpse natürlich plötzlich wieder in eine Höhle. Das ist die Höhle, die mittlerweile den Namen Dengste Höhle hat. Die hat also in Folge 114 ihr Debüt gegeben. Wir sind da ja dann später noch reingegangen. Und nee, also mit Glück hat das nichts zu tun. Das ist meine alte Minecraft-Devise. Es gibt keine schlechten Minecraft-Welten. Und man muss einfach nur gucken und dann findet man auch was. In der Folge hatte ich zum Schneidefehler drin, dass ich irgendwie Segmente von Fraps da doppelt drin hatte, dass ich das also teilweise wiederholt. Kann immer mal wieder vorkommen. Zack, 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 zack. Was habe ich hier? Habe ich mir selber kommentiert? Ja.
Ja, The Crawler Company, denen habe ich mal einen schönen Kommentar auf ihrem Kanal hinterlassen. Die revanchieren sich hier. Und ja, wie gesagt, ja, hier, der Tipp mit F3 drücken. Das hat sich, glaube ich, inzwischen rumgesprochen. Und ich bin ja auch nicht erst seit gestern bei Minecraft dabei. Gibt sicherlich immer noch Sachen, die auch mir noch neu sind, aber F3 kenne ich. Ich mache es absichtlich nicht, weil ich eben von den Monstern überrascht werden will. Wer hätte das gedacht? Ich spiele ja hier, um Spaß zu haben. Und wenn man alles schon kennt, dann, wenn man weiß, was da auf einen zukommt, ist das nix. Ja, ist auch genau aus demselben Grund, mache ich eben hier, oder nutze ich eben nicht, Dings, wie heißt es, Too Many Items und so ein Spaß. No. Beziehungsweise, wenn ich F3 drücke, um zu wissen, wo die Monster sind, kann ich auch gleich F3 drücken. Dann stören mich die Monster überhaupt nicht. No. Eine andere Sache ist es beim Tunnelbau, wenn ich halt möglichst genau auf bestimmte Koordinaten raus will, wenn ich mich da unterirdisch durch den Berg nagle. Das habt ihr ja bei den letzten Folgen gesehen, wo ich die Minecart-Strecke von Karabatawana nach Neptuns Tank gebaut habe. Damit ich da eben sauber unter dem Tunnel rauskomme, unter dem Tempel herauskomme, da nutze ich dann F3, weil ich da einfach dann die Koordinaten brauche. Du klingst wie Rüdiger Hoffmann. Ja, ich habe einfach eine relativ tiefe Stimme und spreche manchmal auch einfach etwas langsamer und dann ja, ist man gleich bei ja, bei Rüdiger Hoffmann. 41 Minuten, wie lang war denn die Folge? Ja, okay, 41 Minuten. Ja, die Höhle hat halt so viel Spaß gemacht. Und ja, unsagbare Talent, jedes Loch in der Höhle zu finden. Man muss sich halt einfach umgucken. Und wenn man da eben nicht durchrusht, also durchrennt, weil man halt irgendwie runter will oder sonst will, Entschuldigung. Ja, wenn man sich halt für die Höhlenerkundung einfach ein bisschen Zeit nimmt, dann findet man da auch Sachen. Ja, ihr habt es ja selber miterlebt und hier ist es dokumentiert. Ja, also von daher und eben selbst in scheinbar kleinen Höhlen, da können sich dann richtig große Sachen verbergen. Ja, das ist doch das Schöne, wenn man da so überrascht wird. So, was haben wir hier noch? Fette Beute und Spaß macht's auch noch. Danke. Ja. No. Ich kann mir nicht helfen, aber jedes Mal, wenn ich dich in Höhlen buddeln sehe, kriege ich auch Lust zum Zocken. Klasse Video. Danke dafür. Und ja, das ist ja auch der Sinn der Sache, no? Dass ihr da Lust zum Buddeln bekommt. Schauen wir dann weiter in Folge 115. Weil es so schön war, genau, da sind wir also nochmal in die Dengste Höhle rein. Unser zweiter Ausflug darunter. Der hat nicht nur mir richtig Spaß gemacht, sondern auch euch. Die Frage, was machst du mit Gold? Ich packe es einfach erstmal in die Kisten. Zweitens, Powered Rails. Na, dafür braucht man ja Gold und weil ich ja in den letzten Folgen auch heftig Minecart-Strecken ausbaue, brauche ich das Gold. Schon. Was ich noch nie gefunden habe, war ein Apfel. Also in den, ja, über 6 Monaten Minecraft, die ich jetzt spiele, ich habe haufenweise Bäume umgehauen, aber nie einen Apfel gefunden. Ich weiß gar nicht. Findet man die irgendwo? Schreibt dazu mal was. Ob und woher ihr Äpfel gefunden habt in Minecraft. Ich meine, schließlich gibt es ja das Rezept, dass man sich dann einen goldenen Apfel craften kann. Also muss man irgendwie doch an die ursprünglichen, die Originaläpfel kommen. No? So, mach doch einen Pilgerweg nach Taj Mahal. Ich weiß jetzt nicht, was du mit Taj Mahal meinst. Entsprechend benanntes Bauwerk habe ich bei mir nicht drin. Und aber so ein Pilgerweg, das wäre durchaus mal eine interessante Idee.
dass man da wie so eher so ein Pilgerweg, weil so mehrere kleine Stationen, wo man da vorbeiguckt und ja, mal schauen, was man damit einfällt. Ja, dann hier der Tipp. Wenigstens gibt es bei dir Action und wilde Schießereien. Ja, okay. Ist auch immer ein bisschen Tagesform, wie ich halt in die Höhlen reingehe. Und klar, wenn Monster da sind, dann werden die halt niedergemacht. Nimm Schilder mit, die helfen ungemein. Nicht in Höhlen. Also, wenn ich meine Höhlen ausgeschildert hätte, dann hätte ich da haufenweise Schilder verbraucht. Da nutze ich lieber so diese Fackel-Rechts-Methode. Die gewöhne ich mir, glaube ich, so langsam an. Und ansonsten versuche ich halt möglichst viel zu üben, um nicht die Orientierung zu verlieren. Genau, hier mit Shift drücken beim Craften, dann landen die Sachen halt gleich im Slot. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das einsetze, mir das angewöhne. Ich finde es nicht so viel fortschrittlicher oder so viel so wichtig. Ja, Obi-Wan Kenobi, nochmal Wahnsinn, was du da für eine Höhle aufgetan hast. Die war da, ich habe sie nicht aufgetan, ich habe sie einfach nur gefunden. War wie gesagt nur ein kleines Loch in der Erde, aber das hat sich dann halt dahinter versteckt und sowas gibt es mit Sicherheit auch auf euren Maps. Ja. Dann habe ich in der Folge wo auch mal Trackmania angesprochen. Zusammenhang Projekte. Trackmania 2 kommt ja demnächst irgendwann. Wann genau, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, dass ich dann dabei bin. Ihr wisst ja, ich war im alten Trackmania sehr aktiv als Videomacher über 5 Jahre. Und ja. Ach ja. Hummer 788 wartet schon lange darauf, dass ich mich einfach mal nach unten buddel und dann in Lava falle. Aber. Und dann renne ich halt in Lava, die so offensichtlich ist. Naja. Gut, dafür hat man halt den Wassereimer dabei. Ja, kommt immer wieder mal vor. Ja. Nicht nur Gronkh darf mal ein bisschen verpeilt sein, ich darf das auch. Ja, dann habt ihr anscheinend, oder haben einige User, so schon ihr Ritual, wenn sie mein Let's Play gucken, da ich ja meistens in den frühen Morgenstunden, so kurz nach Mitternacht, meine Minecraft-Videos hochlade, ist der eine oder andere da vielleicht doch noch wach. Und ja, genießt das also, sich meine Folgen hier anzusehen. Gerne, dafür mache ich sie natürlich auch. Und anscheinend verblüffend viele schauen sich die Folgen halt eben abends an. Klar. Da haben wir ja die meisten Zeit, wenn sie von der Arbeit kommen, dass man in die Ruhe hat. Und boah, ich mach's bei. Ich habe auch meinen Rhythmus für Let's Plays, die ich gucke. Ich kümmere mich ja nicht nur um meine Videos und Let's Showplay hier und lade den Krempel hoch, sondern ich habe natürlich auch ein paar Let's Plays, die ich verfolge. Ja, und ja, das mache ich halt also auch genauso wie. Ja, wie einen gemütlichen Fernsehabend, ne? Man setzt sich hin, packt sich was zu knabbern hin, Tässchen Kaffee dabei und dann schaut man sich so die Folgen an, die man sich da jeden Abend dann zu Gemüte führt. No. Einfach statt Fernsehen. Dann haben wir hier wieder mal einen, der nur Werbung gemacht hat. Der ist dann rausgeflogen. Ja, dann hier Nachfrage von Alex 1848. Wäre doch cool, wenn du mal mitzeigst, wie du so eine Hütte baust oder so. ja, habe ich im Laufe meines Let's Plays schon das eine oder andere Mal gemacht. Dass wir direkt beim Bauen mit zugucken, wird sicherlich auch wieder mal passieren. Aktuell, genau, aktuell bei der Minecart-Station jetzt unter dem Tempel der geringen Götter in Neptuns Dank. Da werden wir jetzt gleich eine Folge machen, wo er mir ein bisschen beim Bauen zuguckt. Ja.
Was haben wir hier noch? Richtig genialer Höhlenausflug. Ja, also diese Höhle, die Dengste Höhle, die hat da wirklich ihren Namen verdient. Ja, hier Werbung für Let's Plays und so weiter, andere Let's Player-Kanäle. Mache ich im Prinzip eigentlich gerne. Kostet mich natürlich nur Zeit, ne? Einmal muss ich mich auf dem Kanal ein bisschen umgucken, dann noch ein bisschen was dazu sagen. Und ja, ich habe euch ja im letzten Video hingewiesen auf Kanäle, die Let's Player vorstellen. Da habt ihr also jetzt reichlich Möglichkeiten, dass da jemand mal auf euren Kanal guckt und euch vorstellt. Na, das scheint so eine ganze Welle jetzt zu sein, die da durchschwappt. Ich finde es gut. Ja, dass man sich einfach mal einen Überblick verschaffen kann oder eben neue unbekannte Let's Player kennenlernt über diese Kanäle. Deswegen empfehle ich das auch stark. Moment mal, hat er den hier wieder reingehauen, den Kommentar? Den schmeißen wir mal raus. Denn der hier hat nichts zu tun. Söderle, ja. Gut, ich denke mal, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Wir haben aufgeholt bis Folge 115 mit den Kommentaren. Ich werde jetzt zusehen, dass ich am Wochenende auch nochmal einen zweiten Teil, gute Zeilen, schlechte Zeilen mache, dass wir auch mit den Kommentaren hinterherkommen und da den Rückstand aufholen. Und natürlich wird es noch eine Folge Minecraft geben, also dieses Wochenende werde ich euch mal so richtig verwöhnen. Als Ausgleich eben für die letzten 2 Tage, Donnerstag und Freitag, wo ich euch ja keine frischen Minecraft-Videos präsentieren konnte, sondern euch die letzten beiden Trackmania-Videos gezeigt habe mit Regiekommentar. Guti, das wäre es dann erstmal hier soweit. Ich bin hier erstmal raus, mache mich gleich weiter ans Bauen in Minecraft. Das geht dann wieder in eine neue Let's Showplay-Folge. Bis dahin, adieu mit Ö.